Am nächsten Morgen fährt Dennis zum Einrichtungshaus, um sich dort mit seiner Familie zu treffen. Dort wollen sie zusammen ein paar Möbel für Austauschschüler Valentino besorgen. Mit 4 Kindern im Schlepptau, aber alles andere als leicht. Hey, da seid ihr ja! Na? Hallo, 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 hallo! Na, Nani? So, heute haben wir die Aufgabe, ein Bett zu suchen für Dalini und für Valentino. Meint ihr, das klappt? Boah, ich glaube, das wird schwer. Das liegt aber weniger am Bett. Einkaufen mit 4 Kindern ist einfach eine echte Herausforderung. Da liegen schnell die Nerven blank. Divi, lässt du das bitte da stehen? Pass auf deine Haare auf, Mini. Die fangen da rein und dann kannst du dir später selber kaufen. Dana ist da ja ein bisschen anders als ich allgemein gestrickt. Sie ist immer sehr schnell gestresst. Ja, mich stresst das einfach. Und ich bin immer eher so ein bisschen easy. Mich stresst das nicht so extrem. Ja, und da ist dann immer. Nee. Doch? Das stresst mich auch. Wenn ich denke, wir laufen da durchs Möbelhaus, 4 Kinder, alle springen auf den Betten rum. Das stresst mich einfach, weil ich denke, die Leute denken, die hat ihre Kinder nicht im Griff. Jetzt kommen hier die Assis mit den roten Haaren, mit den Tattoos, mit den 800 Kindern. Aber die da nehmen bin den ganzen ich. Das Laden aus. Ist mir scheißegal, was andere über mich denken. Also, sowas habe ich mir schon vorgestellt, so ein bisschen Mädchen-Shishi. Aber es muss natürlich. Ja. Das hier ist. Aber es muss natürlich ein bisschen größer sein. Dann haben wir gleich für uns auch noch eins. Dalini, wie findest du das rosa? Das, ne? Ist richtig geil. Ich habe halt Angst, wenn man das in rosa nimmt, dass die, wenn die so alt ist wie die Lani, dann ist halt rosa vielleicht nicht auf mehr so. Auf einmal mag man kein rosa mehr, meinst du? Ich würde jetzt nie für Dalina einfach losgehen und ein Bett kaufen, was ich am schönsten finde. Das ist ihr Zimmer, das ist ihr Bett und das ist einfach eine Familienentscheidung. Der Preis muss auch stimmen, also zu teuer soll es natürlich auch nicht sein. Und es muss ihr natürlich gefallen, ne? Tochter Dalina darf das Bett aussuchen, denn sie übernimmt es nach der Abreise in einem Jahr von Austauschschüler Valentino. Man kann ja nicht einfach durchs Möbelhaus laufen und sagen, das nehme ich und das nehme ich. Man muss ja schon gucken, dass die Kinder auch lernen, Preis, Leistung, was kriege ich für das Geld, was ich bezahle. Und das muss ja schon. Also natürlich haben wir den Luxus, dass man jetzt nicht jeden Pfennig dreimal umdrehen muss, aber trotzdem müssen wir und wollen wir auch den Kindern beibringen, dass man schon ein gutes Gefühl zum Geld bekommt. Und weißt du was? Danach schläfst du nur wieder in deinem Bett. In deinem Bett schläfst du. Ja. Also die Kinder schlafen ab und zu mal bei uns im Bett, gerade wenn Dana mal weg ist bei einer Veranstaltung und dann nicht hier ist oder ich mal irgendwo bin, dann darf immer meistens ein Kind oder zwei Kinder schon mal bei uns im Bett schlafen. Also Dana mag es nicht so gerne so eng, bei mir können auch gerne alle drin schlafen. aber ich glaube, ja, das gehört einfach dazu, das macht die glücklich, wenn die mal bei Papa oder Mama schlafen dürfen. Das nutzen wir immer mal aus, wenn jemand weg ist von uns. Die chaotische Suche geht weiter. Dalini, das sieht ja aus wie bei der Königin. Ja. Oder? Dalini ist ja auch die Königin. Magst du das nicht? Nein. Dann können wir ja weitergehen. Dalini, wie findest du das? Sieht schlimm aus. Sieht schlimm aus. Lauf los und schmeiß dich drauf. Los! Dann bin ich da direkt drauf gesprungen und dann hat Mama gesagt, nein, zuerst musst du Schuhe ausziehen und dann sind alle drauf gekommen. Endlich, nach 1,5 Stunden, findet Dalina ihr Traumbett. Ich bin froh, dass sie überhaupt eins gefunden hat, was ihr gefällt, auf jeden Fall. Weil sonst hätte man sich eins bestellen müssen. Das hätte ewig lange Lieferzeit gehabt. Oder man hätte noch zu 10 anderen Möbelhäusern fahren müssen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass dann das doch schnell erledigt war. Gemütlich. Ich finde das richtig gemütlich. Das ist richtig und gut. Mit der Farbe, sie hat schon mal vor ein paar Wochen gesagt, dass sie dieses... Das trägt Elani das ist auch oft. Ideal. So ein Mintgrün ist das, glaube ich, ne? Mhm. Ja, finde ich auch gut. Dalina, was sagst du? Perfekt, oder? Chaga. Dalina? Chaga. Dalina? Das wäre geschafft. Es geht zurück nach Hause. Früher hat die Familie 8 Jahre in Hamburg gelebt. Doch seit 2019 ist Bammental ihr Zuhause. Wie lange noch, wissen sie nicht. Durch Dennis' Job als Fußballprofi zieht die Familie dahin, wo Papa spielt.
Dadurch müssen sie immer wieder neu gewonnene Freunde aufgeben. Trotz dieser Schattenseiten sagen sie aber, Fußball ist unser Leben. Haben wir einen Plattenball hier, oder was? Hä? Ja, warum nur passen? Ja, aber warum einen Plattenball? Schon von klein auf hatte ich den immer mit beim Fußball, beim Training. Der war überall dabei und dann kann man es ja verstehen, dass er auch sagt, ich will unbedingt Fußballprofi werden. Und ich würde jetzt auf gar keinen Fall sagen, nee, das machst du nicht. Ich will besser werden als der Papa. Was? Das geht? Ich will lieber in der ersten Bundesliga spielen, nicht so wie Papa, dass er in der zweiten Bundesliga spielt. Seit der achtjährige Dion laufen kann, spielt er Fußball. Der Drittklässler will auch einmal Fußballprofi werden, aber eher als Torjäger im offensiven Mittelfeld und nicht wie der Papa in der Abwehr. Oh, Tor! Natürlich würde ich Dion auch immer unterstützen, egal was er für ein Ziel oder für einen Traum hat. Aber ich sehe ja natürlich auch die Schattenseiten und nicht nur die schönen Seiten. Und eigentlich wünsche ich mir das für meinen Sohn nicht, dass er ständig umziehen muss, dass er oft auf seine Familie, auf seine Freunde verzichten muss. Das wünsche ich ihm nicht, aber natürlich wünsche ich ihm, seinen Traum zu erfüllen. Und wenn man natürlich sieht, dass er Potenzial hat, würde ich das auch nie sagen, nein, du gehst nicht zum Fußball. Aber man muss halt eh gucken, der ist erst 8, in welche Richtung das geht. Auch Austauschschüler Valentino will in Deutschland unbedingt in einem Fußballverein spielen. Komm mal bitte. Ich gucke hier gerade für Valentino wegen Fußballverein. Ja. Dass wir da gleich welche raussuchen. Dass wir dann auch einmal darüber sprechen wegen der Entfernung. Ja. Und wir müssen ja gucken, wie gut ist der. Also wo können wir den anmelden? Da würde ich mal ein paar Sachen raussuchen. Ja, also das ist ja schwer, da ich nicht weiß, wie gut ist Valentino. Also was für ein Niveau hat der? Weil der wird natürlich so aus den Gesprächen, was wir hatten, will er so hoch wie möglich spielen. Und deswegen kann ich schwer einschätzen, in welcher Liga er zurechtkommt. Das muss ich dann erst am besten sehen, wenn er hier ist. Aber ich muss ja schon mal ein paar Vereine raussuchen, schon mal mit denen sprechen, ob er da zum Probetraining kommen kann. Du musst mit denen sprechen. Hab ich doch. Du musst das. Hast du das? Wirst du das tun oder werde ich das tun? Warum ist sie jetzt so zu mir? Oder ich suche das raus und Dana guckt dann. Ah ja, so ist gut. Damit das klappt, kümmert sich Familienmanagerin Dana um den Rest. Denn Streit ist vorprogrammiert, wenn Dennis wieder irgendwas verplant. Was ist denn von den drei das Beste? Also wo versuche ich ihn also am meisten? Also Kirchheim ist das Beste, dann kommt Dielheim und dann Bammental, würde ich sagen. Ja. Dann haben wir die Sache auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Okay. Ja, Valentino möchte gerne einen Fußballverein. Das war, ich glaube, einer der ersten FaceTime-Gespräche mit ihm und mit seinen Eltern. Da hat er gleich gesagt, dass er sich wünscht, dass er in einen Fußballverein hier kommt. Und deswegen haben wir auch direkt einen gesucht oder Vereine kontaktiert. In wenigen Tagen ist es soweit. Der 16-jährige Valentino reist zu seiner neuen Familie. Aber das ist nicht das einzige Event bei den Diekmeyers. Tochter Dalina kommt in die Schule und die stolze Mama plant eine Einschulungsparty. Ah, cool. Machst du die Candy Bar? Ja. Sehr gut. Ich bereite alles vor. Aber das ist ja, wie viel ist das denn? Kriegen wir einen Zuckerschock? Ja. Das ist ja eine Kinderparty. Die sind ja nicht für dich. Ja. Wir planen die Einschulung von Dalina. Und da haben wir im Restaurant so einen Saal gemietet. Und da gucke ich jetzt, dass wir es einfach noch ein bisschen nett machen für sie. Ein bisschen Süßigkeiten, vielleicht noch eine Hüpfburg, dass die Kinder was zum Spielen haben. Das wird doch cool. Aber die Frage ist, ob die da wirklich aufbauen kannst, weißt du? Immer wenn irgendwas ansteht, eine Taufe, ein Geburtstag, haben wir es eigentlich schon immer relativ groß krachen lassen. Ich muss auch sagen, ich habe jedes Jahr meinen Geburtstag groß gefeiert. Jedes Mal die Taufe haben wir immer eine coole Location gemietet, haben es eigentlich immer mit unserer Familie, mit den Freunden krachen lassen. Das war uns eigentlich immer sehr wichtig, dass das immer so besondere Momente einfach sind. Weil so welche Momente wird man nie vergessen. Und das Wichtigste, was noch fehlt, ich muss noch eine Torte bestellen. Ja. Ich habe gedacht, dass ich die vielleicht da bestelle, wo ich die auch von Dion her habe. Das war ja hier in der Nähe. Ja, aber das würde ich machen, weil die war ja echt geil von Dion. Die war gut, die war nicht nur hübsch, die war halt auch lecker. War das die auch, die wir beim Geburtstag hatten von der? Nee, das war eine andere, aber hier war ja Dions. Da war noch seine Schultüte als Torte und ich glaube, so würde ich es auch machen.
Die Organisation überlässt Dennis seiner Frau, denn er weiß, Dana hat die besten Voraussetzungen. Sie ist strukturiert und perfektionistisch. Natürlich ist sowas teuer, aber für mich ist es halt auch so eine Einschulung, ist halt was Besonderes. Klar ist ein Geburtstag auch was Besonderes, aber eingeschult wird man halt nur einmal im Leben. Und das ist einfach ein Schritt ins Erwachsenwerden, ins Großsein. Ja, ist ja auch klar, dass alle Kleinigkeiten, woran du dann immer denkst, was natürlich positiv ist, aber ja, auch immer alles viel Geld kostet. Ne? Natürlich könnte ich auch selber eine Torte backen, dann wäre es nicht so teuer, aber da habe ich kein Talent und keine Zeit für. Ich kann backen. Und natürlich kann man viele Dinge auch selber machen. Ich hätte die Einschulung auch zu Hause machen können und kochen können. Aber wir wollen es dann natürlich, wenn so viele Leute extra kommen, halt auch schön haben. Und dann bezahlt man da halt ein paar hundert Euro für. Ich glaube, Dalina will halt vielleicht lieber was mit einem Einhorn oder mit einer Meerjungfrau. Ja, guck mal hier, sowas. Ja. Bist du? Ja, die machen ja richtig geile Torten. Also, ja, ja, dann bestell doch da. Weil das ist ja echt cool. Genau, dann kann ich die vielleicht am selben Tag oder abends abholen. Ich glaube, wir sind so eine Familie, die schon gerne so Events macht oder Partys veranstaltet. Und da ist Dana einfach die Perfekte dafür. Ich habe schon immer früher gesagt, du musst Eventmanagerin sein, eine Hochzeitsplanerin, weil die für sowas immer ein Auge hat. Die weiß genau, das kann noch kommen, das noch. Ja, da ist sie schon krass. Früher hat Dana tatsächlich als Veranstaltungskauffrau gearbeitet. Jetzt organisiert sie aber nur noch private Events. Mausi, komm mal bitte. Guck mal, ich habe mal hier ein bisschen nach Hüpfburg geguckt. Wie findest du das? Cool. Das hat doch was, oder? Da passen ja auch ein paar Kinder rein. Und die aber kann die Frage ist von der Größe, ne? Das muss ich fragen, wie groß die sein kann auf der Fläche. Und die kann man da einfach abholen dann, oder? Genau, das ist in Heidelberg irgendwo. Okay. Das wäre doch geil, ja, oder? Ja, das wäre cool. Ja, dann rufe ich da mal an. Okay, super. Die Diekmeyers planen mit 15 Gästen, darunter natürlich viele Kinder. Okay. Ja gut, okay, dann würde ich mich da noch mal melden. Danke, tschüss. Also diese große, die wir da eben im Internet gesehen haben, die ist schon vermietet. Aber die haben wohl noch eine etwas kleinere, auch mit einem Einhorn und mit einer Rutsche. Und da hat sie mir jetzt die Maße genannt. Jetzt muss ich das im Restaurant klären, ob die da hinpasst. Und dann würde ich die nehmen. Nicht nur der Platz, sondern auch der Aufbau wird noch zu einer echten Herausforderung. Da Dana die Managerin in der Familie ist, denkt die direkt an alles morgen, gibt direkt Anweisungen, das hast du zu tun, das du. Und dann klappt das eigentlich auch immer alles. Wenn ich das schon mir vorher merke, dann vergesse ich das sowieso. Deswegen lass sie das mal Dana machen und höre auf die Anweisungen und führe die dann aus und dann klappt am Ende auch alles. Aber jetzt muss erst mal die Ankunft der neuen Möbel klappen. Jeder in der Familie Diekmeyer packt mit an, damit es schnell geht und alles für Valentinos neues Zuhause vorbereitet ist. Komm mal, alle Kinder müssen was tragen, Delani. Hol die mal. Hol die mal. Ja. Ja, komm, Simon. Leon, komm mal helfen! Das muss alles in dein Zimmer erstmal, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass man die Kinder in vielen Sachen mit einbeziehen muss und kann. Alleine den Teller abzuräumen oder seine Wäsche zu sortieren und wegzuräumen. Also ich muss ja nicht allen in dem Alter jetzt noch alles hinterherräumen. Und natürlich macht es denen auch Spaß, wenn der Möbelwagen kommt und jeder was Kleines tragen kann. Finde ich auch, dass die Kinder daran, glaube ich, Spaß haben. Du kannst auch 2, 3 nehmen. Du bist ja groß und stark. Hier, guck mal, du kannst auch das nehmen, Delani. Dalina, kein Weg ist umsonst. So, dann ist es, wenn er uns jetzt... Auf geht's. Aber nicht nur ein Bett muss ins Haus getragen werden. Auch eine neue Kommode, ein Schrank und ein Schreibtisch. Valentino soll sich bei den Diekmeyers richtig wohlfühlen. Auch zur Schule wird es hier gehen. Da ist es wichtig, dass er sein eigenes Reich hat. Also wir haben ja mit ihm schon telefoniert und da hat er auch, oder die Mutter gleich gesagt, nicht so viel Extras für ihn. Aber es ist ja auch nicht nur für ihn. Also wir machen das ja schon für Dalina und er darf da jetzt drin schlafen. Also es ist jetzt nicht das, was dann in einem Jahr wieder auf den Sperrmüll schmeißen. Der 16-Jährige hat 3 Geschwister und spielt seit seinem 5. Lebensjahr Fußball. Ich glaube einfach, dass jeder von uns nur daraus profitiert, wenn hier ein Austauschschüler für ein Jahr lebt. Weil ich glaube, dass man da so viele neue Erfahrungen sammelt, die
einen nur weiterbringen. Ob das die Kinder dann später auch sagen, oh, ich will auch mal ins Ausland und bei einer anderen Familie leben. Oder dass man einfach lernt, sein Zimmer zu teilen mit jemand anderem, seine Sachen, sein Essen. Ich glaube einfach, dass man da nur positiv rausgehen kann. Das Möbelauspacken ist beendet. Jetzt steht ein letztes Videotelefonat mit Valentino und seiner Familie an. Er hat eine kleine Überraschung für seine Gastfamilie vorbereitet. Hallo! Hallo! Na? Oh, heute seid ihr mehr als wir. Wir sind alles. Wir brauchen eine neue Gäste. Oh, aber die bringst du nicht mit. Die kommt nicht mit zu uns. Schlangen sind bei uns nicht willkommen. Also, nee, da könnte ich, glaube ich, kein Auge zumachen, wenn ich wüsste, dass hier in irgendeinem Zimmer eine Schlange wohnt. Nee, das ist gar nichts für mich. Er heißt Titi. Und die wohnt bei euch im Zimmer? Mit Valentino. Ja, er schläft. nicht bei uns. Nein, nein. Geil. Okay, ja, wir sind hier fleißig am Umbauen. Kann ich mir das mal zeigen? Wir zeigen mal Valentino dein Bett. Es ist nicht Voraussetzung, dass wenn du einen Austauschschüler aufnimmst, dass der ein eigenes Zimmer haben muss. Ja, aber wir muss fanden man, das ja, genau in dem Alter auch. Man muss sich auch an die Situation von dem Austauschschüler versetzen. Und ich finde einfach, der braucht ja auch mal seine Privatsphäre. Ja. Der braucht einfach mal seine Zeit. Gerade mit 17 Jahren, so die Pubertät, Nachpubertätzeit. Kann passieren. Und dann? Vielleicht auch nicht nur eins, vielleicht ist er clever. Nee. Ach, und, Mausi, sowas sagt man nicht im Fernsehen. Piep! Da, da. Oh wow, ich habe es auch noch gar nicht gesehen. Cool. Hey, mach mal Probeliegen. Das ist gemütlich. Valentino kennt zwar den Trubel in einer Großfamilie, aber wird er auch mit seinen neuen Gastgeschwistern klarkommen? So, das wird, glaube ich, so die Herausforderung, ihm das so gut wie möglich zu machen, dass er halt nicht erst Heimweh bekommt, sondern dass er sich bei uns so gut aufgehoben fühlt, dass er gar nicht das Gefühl hat, dass ihm irgendwas fehlt. Und jetzt kommt hier noch so ein Schrank, wo dann der Fernseher drauf kommt. Okay. Juhu! Ich fernsehe fast nie. Kein Fernsehen, gut. haben wir auch nicht viel Zeit für. Ja, wir werden ihn viel zeigen, wir werden ein paar Ausflüge machen, das haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen. Aber ich glaube irgendwie, ich habe das so ein Gefühl, dass das perfekt in die Familie einfach passt. Weil wir sehr offen sind, bei uns ist immer was los, bei uns ist immer Action. Wir haben eigentlich immer Spaß und ja, ich glaube, da werden wir schon einige lustige Momente haben. Okay, dann sehen wir uns bald. Bis bald! Tschüss! Bevor Valentino bei den Dietmeyers einzieht, kümmert sich Mama Dana um die letzten Vorbereitungen für Dalinas Einschulung. Die Schultüte muss befüllt werden. Die 38-Jährige liebt es, ihren Kindern eine Freude zu machen. Dalina! Du darfst jetzt mal kurz nicht hochkommen, ja? Okay. So, ich brauche jetzt mal eure Hilfe. Wir müssen jetzt mal die Schultüte für Dalini befüllen. Und dann muss ich noch ein paar Geschenke kaufen, was da noch so reinkommt. Kann ich aussuchen. Du kannst aussuchen. Am meisten gefällt mir daran, die Kinder zu überraschen, dass einfach man merkt, dass sie sich freuen, dass die Augen funkeln und dass sie manchmal das kriegen, was sie sich wünschen oder auch andere Sachen, wo man sie einfach noch mehr mit überraschen kann. Das freut mich einfach, wenn ich weiß, dass ich den Kindern eine Freude gemacht habe. Schleife ist zu. Den Rest kaufe ich noch und pack's mit ein und dann ist sie hübsch. Ha? Dann ist sie auch wenigstens voll. Dann ist sie ein bisschen voller. Ich finde es schön, dass Dalina auf meine Schule kommt, aber ich glaube, dass wir in den Pausen nicht zusammen spielen, weil ich spiele eher mit meiner Klasse Fußball und Dalina spielt was anderes, glaube ich. Wisst ihr noch eure Einschulung, wie lange das her ist, dass du so klein warst? Kannst du dich noch erinnern? Mit deiner Zahnlücke hier vorne und du? Ich weiß es. Weißt du das noch? Ja.
Soll ich mal ein paar Fotos raussuchen vom Handy, wie du aussahst, als du eingeschult wurdest? Zeit, um mit den beiden ältesten Kindern in Erinnerungen zu schwelgen. Wie du dich freust über deine Tüte. Guck mal. Kannst du dich erinnern? Du Mausi. Guck mal, deine Schuhe. Warte. Guck mal, da Lini. Und jetzt kommt sie schon in die Schule. Das ist nicht leicht für mich, dass jetzt schon fast mein drittes Kind in der Schule ist. Und auf den Fotos, die ist einfach noch so klein gewesen. Und dann denkt man, wo ist die Zeit hin, dass die jetzt so groß ist? Da war sie gerade mal ein Jahr. Und jetzt ist sie 6 und kommt in die Schule. Das verfliegt einfach so. Und natürlich fühle ich mich auch schon sehr alt, wenn ich denke, ich habe 3 Kinder in der Schule. Aber ja, so geht die Zeit dahin. Dalina ist bald schon ein richtig großes Schulmädchen. Das stimmt mich sehr emotional. Und ich glaube auch, dass ich bestimmt das ein oder andere Tränchen verdrücken werde, wenn sie dann da aufgerufen wird und ganz stolz auf die Bühne geht. Das ist halt ein ganz anderer Lebensabschnitt dann. Wenn man nicht mehr in den Kindergarten geht, sondern in die Schule, dann ist man halt groß. Und ja, es ist halt was ganz anderes. Ein Gefühl, das jede Mutter nachempfinden kann. Das nächste Mal bei den Dickmeyers. Nein, Mausi, ein bisschen darüber. Nein, ich darf das bestimmen. Das Chaos geht weiter und Valentino kommt endlich an. Oh, da ist er! Angekommen ist er, aber wird er sich auch wohlfühlen? Die Einschulung von Dalina steht unter keinem guten Stern. Fängt ja gut an. Die Nerven von Mama Dana liegen blank. Nee, das ist aber nicht richtig. Und dann ist auf einmal alles auf uns gekracht. Mama, die fällt um.